Hallo ihr Lieben, ich dachte, es wäre endlich Zeit für mein zweites Tutorial, das lange genug gedauert. Und ja, heute für diesen Look, ich liebe es, bin totaler Lila-Fan und hoffe, es gefällt euch genauso. Und fangen wir einfach direkt mit dem Tutorial an. So, fangen wir an mit der Base natürlich. Ich benutze natürlich wieder die Rapid Ice Base von P2. Mach einfach ein bisschen auf den Finger, verteilt es auf dem ganzen Auge, also nicht im Auge, sondern auf dem Lid, wie er gesagt. Halt so, dass ihr keine harten Kanten habt. Mach mal gerne ein bisschen unter das Auge, einfach weil ich dieser schwarze Balken-Fan bin. Aber könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und fangen wir an mit einem Weiß. Ich benutze das hier von Clarins. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Hoffe aber doch. Und mache das auf das bewegliche Lid. Ihr seht, das schimmert jetzt nur ein bisschen, deswegen mache ich da noch ein Weiß drüber. Und zwar von UMA ein Weiß. Das ist die Nummer 4, Duo Eyeshadow. Ja, Duo Eyeshadow. Man macht das einfach da drüber, einfach damit dieses kräftige Weiß da ist. Das könnt ihr machen, wie ihr es lieber möchtet, ob schimmernd oder nicht schimmernd. Ich habe es gerne schimmernd. Da hält meine Wahl. Dann habe ich ein Lila, ebenfalls aus der gleichen Palette. Das ist so ein Rot-Lila-Mix. Die So Chic Palette von Clarins oder Clarins oder wie immer man es nennen möchte. Und fangt einfach hier in der Ecke an und zieht das Ganze hoch in die Crease. Beziehungsweise in die Lidfalte. Und dann sieht der drüber. Es ist halt ein bisschen doof zu blenden, weil es einfach eine ziemlich matte Farbe ist. Es geht einfach darum, dass ihr dieses Weiß und das Lila getrennt habt. Sieht dann soweit so aus. Und dann blendet ihr das Ganze einfach ein bisschen mit so einem super fluffy Brush. Wie heißen die Dinger eigentlich? Blending Brush? Glaub schon. Einfach damit ihr nicht diese harte Kante habt. Ich bin kein Blending-Profi, deswegen mache ich das eigentlich selten nur. Halt einfach noch ein bisschen hinterher auf. Ich mache es halt lieber kräftig, aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, ob ihr es lieber kräftig mögt oder nicht. Dann nehme ich das Weiß wieder aus der So Chic Palette von Clarins und mache einfach ein bisschen hier unter diesen braunen Bogen. Einfach, weil es dadurch noch mal ein bisschen mehr geblendet wird. Und um die Form zu korrigieren. Und dann benutze ich das Schwarz. Das könnt ihr aber mit jedem Farben eigentlich machen. Also ich mache es mit Rot, Gelb, Grün, Lila, Blau, wie auch immer ich gerade Lust bin. Und nehme so einen Pinsel. Ein Smudger heißt der, glaube ich. Und male dann ein bisschen hier unter das Lid. Und das Auge. Und fangen dann einfach nach hinten das V auf und machen wir ein bisschen auf den äußeren Winkel vom Augenlid.
Damit ich einfach schon mal so ein bisschen eine Idee habe, wo ich anfangen möchte. Mit dem Schwarz. Ich benutze wieder das Schwarz. Könnt ihr mit jedem Schwarz machen, egal ob es glitzert oder schimmert oder matt ist. Und mache dann einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Und gehe mit dem Schwarz ein bisschen in die Lidfalte. Gehe nochmal mit dem Lila ein bisschen drüber. Ich habe den jetzt nicht sauber gemacht. Ich benutze einfach das, was noch in dem Pinsel drin ist. Dann soll ja lila werden und nicht schwarz. Und das Ganze sieht dann so erstmal aus. Und gehe dann einfach nochmal mit dem Weiß, was ich von OMA benutzt habe, über das Weiß, was ich hier vorne hatte. Damit das Weiß wieder da ist. Ja, das ist dann eigentlich schon das Auge soweit. Fang dann mit Kajal an, mach den auf die untere Wasserlinie. Und natürlich den Eyeliner nicht vergessen. Ich hoffe, das sieht man jetzt in der Kamera, weil ich direkt daneben den Spiegel stehen habe. Aber das müsste funktionieren. Ich habe kein spezielles Ende, wie ich diesen Eyeliner auslaufen lasse, weil das bei mir in meinen Superschlupflidern eh untergeht. Aber wenn ihr das lieber geflickt oder gewinkt haben wollt, könnt ihr das natürlich machen. Und dann einfach ein bisschen Wimpern tuschen. Das muss ich mal kurz in meinem Spiegel machen, weil sonst sehe ich nicht. Ne? Sollte nicht passieren. Ich repariere das kurz und bin dann wieder da. So, ich habe das jetzt repariert, habe das ganze Fallout weggemacht, beziehungsweise das ganze heruntergefallen. Hoffe, das gefällt euch so. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich freue mich, wenn ihr das nachmacht und mir das zeigt, wie es aussieht. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, irgendwelche Requests oder wie auch immer, dann lasst mich wissen. Ich freue mich immer, neue Sachen auszuprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!